Hallo Henrik, wir sind hier heute in Oberkremer. Du hast heute das Seminar Ökologisch bauen, ökologisch und nachhaltig bauen mit Hanfkalk veranstaltet. Es kamen jede Menge Gäste aus ganz Deutschland. War sehr schön mit anzusehen, wie begeistert alle möglichen Leute waren. Und ja, jetzt habe ich ein paar Fragen an dich. Fangen wir doch mal mit der ersten Frage an. Warum eigentlich mit Hanfkalk bauen? Ja, warum mit Hanfkalk bauen? Die Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt. Und die Antwort ist ziemlich einfach. Da gibt es sehr, sehr viele Vorteile. Zum Beispiel, es ist ein ökologischer Wärmedämmstoff, der gleichzeitig aber auch sehr massiv ist und gleichzeitig auch sehr gut die Wärme speichern kann. Ich habe keine Chemikalien drin, es ist keine anderen giftigen Inhaltsstoffe, es ist ausschließlich Hanf, Kalk und Wasser. Welche Vorteile hat der Hanfkalk? Der Hanfkalk hat die ganz klaren Vorteile, er dämmt sehr gut. Ich kann den ganzen Wandaufbau mit Hanfkalk machen. Er ist gleichzeitig sehr gut wärmespeicherfähig und er hat eine negative CO2-Bilanz. Das heißt, er speichert mehr CO2 in sich, wie er bei der Verarbeitung oder Herstellung ausstößt. Könnte man den Hanfkalk auch in der Altbausanierung verwenden? Den kann man sehr gut sogar in einer Altbausanierung anwenden. Wenn ich von innen dämmen muss, dann nehme ich einfach Hanfsteine, baue die innen auf der Wand auf, befestige die, fertig. Klappt super in Innenstadthäusern, in alten massiven Gebäuden. Oder auch natürlich von außen kann ich genauso den Hanfkalk als Wärmedämmung anbringen an ein Gebäude. Mein eigenes privates Bauobjekt wäre ein Tiny House und ich höre auch sehr oft im Laden, ich bin übrigens Jürgen Peters von der Firma Zentralhanf aus Berlin und ich betreibe auf der Kastanienallee ein Geschäft, wo ich Hanfprodukte verkaufe und habe im Laden sehr oft Kunden, die sich für den Hanfkalk und für den Hanfbau interessieren. Und es kristallisiert sich immer mehr raus, dass es viele Leute gibt, wie auch ich selber, die gerne für wenig Geld ein Tiny House oder ein kleines Gebäude sich in ökologischen und nachhaltigen Baustoffen bauen lassen würden. Könnte das konkret laufen, wenn ich von dir ein Tiny House gebaut haben möchte? Als allererstes kontaktierst du mich einfach und sagst, hey, ich habe so und so, ich habe einen Bock, ein Tiny House mit dir zu bauen. Ich habe vielleicht im besten Fall sogar schon ein Grundstück, das ich zur Verfügung habe. Ansonsten brauche ich natürlich irgendwo einen Kontakt, wo ich das Tiny House hinsetzen darf. Und den kompletten Rest, die gesamte Abwicklung begleite ich als dein direkter Ansprechpartner von Anfang bis zum Ende, bis zur Schlüsselübergabe. Hätte ich da Hürden oder gibt es Hürden seitens der Behörden? Gibt es bestimmte Bauauflagen? Gibt es bestimmte Normen etc.? Also ist es problematisch, ein Tiny House zu bauen? Gäbe es da Probleme? Nein, also das sind genau dieselben Anforderungen, die ich an jedes Wochenendhaus oder an jedes Haus habe. Das Projekt hier hinter uns ist einfach ein fest verbautes Tiny House auf Fundamenten. Da gibt es genauso dieselben Auflagen behördlich wie für alle anderen Gebäude. Also ist jetzt nichts Extravagantes oder anderes. Kannst du mir was zu den Kosten sagen? Was würde mich das minimal funktionsfähige Tiny House kosten? Also wenn du selbst mit Hand anlegst und vielleicht auch noch ein paar Helfer sogar akquirieren kannst, und da gibt es mit Sicherheit einige, die so einen tollen Baustoff mal in die Finger kriegen wollen, dann schaffst du es minimal auf 70.000, 80.000 Euro Baukosten. Wir sind ja jetzt hier gerade in Oberkremer und das ist einer deiner ersten Projekte, ich glaube dein drittes Projekt, wie ich das vorhin rausgehört habe. Wie hat denn die Anne, die Bauherrin, das hier gemacht oder wie habt ihr die Helfer akquiriert? Wie lief das hier? Sind das alles Freunde, Bekannte? Woher kommen die Leute? Ja, sehr gute Frage. Die Leute kommen hauptsächlich von der solidarischen Bauwirtschaft. Das ist ein sehr spannender Verein, der sich eben ums Bauen kümmert, das solidarisch abwickelt. Hier sind ganz viele enthusiastische Leute aus ganz Deutschland, die hier im Kern ungefähr immer so zwischen 8 bis 10 Leuten sind, die einfach Bock haben, ökologisch sinnvolle Häuser zu bauen. Und das ist ein Bautrupp, mit dem ich auch weitere Tiny Houses bauen möchte. Müsste ich da jetzt Mitglied werden oder wie funktioniert das genau? Im besten Fall, ja, wirst du Mitglied und
profitierst dadurch einfach von den Open Source Plänen, die wir zur Verfügung stellen, und dann sparst du dir sehr, sehr viele Planungskosten. Wo finde ich die Informationen? Auf ownworld.org, das zeige ich dann auch nochmal in den Shownotes. Alles klar, magst du mir kurz mal den Hanfkalk zeigen? Ja klar, komm mit, ich zeige dir mal kurz, wie der Hanfkalk sich erstmal zusammensetzt und wie wir den anmischen. Und dann zeige ich dir, wie der dann fertig aussieht. Komm mal ran, wir haben hier die Hanfschäben, das ist 100% Hanf, ohne Chemikalien, ohne irgendwelche Nachbehandlungen, ohne irgendwelche Chemie. Komplett chemiefrei, ausschließlich Hanfschäben. Okay. Dann haben wir hier genauso 100% Hanf, 100% Kalk. Das ist einfach ein weiches Kalkpulver, was in den Hanfschäben zugemischt wird mit ein bisschen Wasser. Und schon entsteht der Hanfkalk. Hier haben wir noch eine kleine Besonderheit. Wir fügen noch ein bisschen hydraulischen Kalk mit dazu, der einfach für eine sehr gute Anfangsfestigkeit sorgt. Da brauchen wir aber nur ganz wenig. Auch zementfrei. Das ist der sogenannte Roman-Zement. Genau, das ist der sogenannte Roman-Zement. Das ist der alte Römer-Zement. Ja. Ah ja. Jetzt kommt mal mit. Hier wird jetzt gerade die Mischmaschine sauber gemacht. Die Leute haben jetzt alle Feierabend wohl verdient. Hier seht ihr jetzt mal so eine Wand, wie sie gerade im Bau ist. Wir haben hier unten die Schalung angebracht, angeschraubt. Ihr habt hier das Holzfachwerk und dann kommt hier dazwischen einfach der Hanfkalk. That's simple, that's it. Wollen wir kurz mal rumgehen? Und jetzt, genau, jetzt gehen wir mal rum. Und hier seht ihr jetzt, nachdem das Gerüst abgebaut wurde, wie auch später euer kleines Own Home aussehen könnte. Die Wand aus Hanfkalk, dahinter einfach nur ein Holzständerbau. That's it, das ist alles. Ein schöner Kalkputz drauf und dann habt ihr einen voll ökologischen Wandaufbau. Und jetzt zeige ich euch noch eine kleine Besonderheit an diesem Haus. Und zwar sind das hier diese Rundungen. Und die Rundungen sehen nicht nur wunderschön aus, sondern haben auch einen bauphysikalisch großen Vorteil, weil eben die Luft in den Innenecken nicht stehen bleibt, so wie in allen kommerziellen Baustellen, Baustoffen, dass die Luft nicht stehen bleibt. Und hier haben wir die Rundung, das heißt, die Luft kann an der Rundung innen vorbeistreichen, anstehende, anfallende Feuchtigkeit einfach aufnehmen und wieder wegtransportieren. Und somit bleibt die Wand immer trocken und es schimmelt nicht im Gebäude. Magst du dich noch mal kurz vorstellen? Das habe ich am Anfang ganz vergessen. Das ist hier ein sehr improvisiertes Interview, muss ich dazu sagen. Ja. Du bist Henrik Pauli. Genau, mein Name ist Henrik Pauli. Ich bin der Hanfingenieur. Ich habe ein Ingenieurbüro, mit dem ich mich voll und ganz ausschließlich dem Thema Hanfkalk gewidmet habe. Und ich plane Gebäude mit Hanfkalk in Zusammenarbeit mit anderen Büros. Also ich gebe einfach ein www.hanfingenieur.de und finde dich. Ganz genau. Einfach Hanfingenieur in Google eingeben und dann findet ihr mich sofort. Bist du auch auf Instagram, Facebook etc.? Genau, auf Instagram und Facebook bin ich auch sehr aktiv. Da seht ihr auch ganz, ganz viele Infos zu dieser Baustelle. Und da könnt ihr immer live miterleben, auf welchen Projekten ich gerade so unterwegs bin und mich auch gerne einfach anschreiben. Klasse. Henrik, ich danke dir für dieses Interview. Vielen Dank. Jürgen, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.